So, moin moin und hallo zu einer weiteren Folge Minecraft auf dem Bauernhof. Heute am Sonntag, genau, heute ist die Sonntagsfolge und ich habe hier eine kleine, hier ist eine kleine Kiste oder eine kleine Tupper-Schüssel. Ne, sagen wir es mal, wie es ist eine Tupper-Schüssel. Und was ist in dieser Tupper-Schüssel? Da sind alle Namen drin. Ich glaube, es waren 24 oder 25. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele hier drin. Ne? Es sind sehr, sehr viele hier drin. Es sind auf jeden Fall deutlich mehr als damals noch, als wir den Fahrer für den Mähdrescher ausgewählt haben. Und hier werde ich jetzt drei Namen rausziehen. Und aus diesen drei Namen dürft ihr dann halt später über so ein Abstimmungstool abstimmen, welchen Namen wir denn zukünftig für unseren Wow-Wow nehmen. So. Die Links dazu, zu diesem Abstimmungstool, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ne, die findet ihr in der Videobeschreibung. War irgendwas vergessen? Gut. Ich mische das Ganze hier nochmal durch. Ne, so ein bisschen hier, damit ihr es auch alle seht. Ne, das sind hier alles die so, damit das alles hier von rechten Ding zugeht oder mit rechten Ding zugeht. Ne, und ich jetzt hier nicht irgendeinen Schmuh betreibe. So, passt mal auf. Ich zeige euch das mal so. So, ich ziehe da einen raus. Ich habe hier einen rausgezogen. Den lege ich mir mal auf den. Oder nee, ich lege ihn mir nicht auf den Schreibtisch, sondern ich zeige den gleich in die Kamera. Das ist die Ladina. Ladina. So, zweiten Namen. Oh, hier. Maki. Maki ist der zweite Name. So, und der dritte Name. Ziehe ich mal den hier. Mal gucken, wer es ist. Ich bin gespannt. Und es ist. Es ist Leo. So, nochmal für euch alle. Nochmal mit der Hand dahinter, damit wir einen besseren Fokus haben. Also einmal Leo. Dann Maki. Na, Fokus. Maki. Da war jetzt der Fokus nicht so doll drin. Und Ladina. Ladina. Alles klar. Über diese drei Namen werde ich ein Abstimmungstool fertig machen. Und da könnt ihr dann quasi, sobald das Video hier draußen ist, auch gleich abstimmen, hoffe ich. Hoffe ich. So. Ich bin heute sehr, sehr spät dran, was die Aufnahme angeht. Und vielleicht kommt dieses Video auch nicht rechtzeitig. Das kann gut sein. Das hing damit zusammen, wir haben den ganzen Nachmittag am Streaming-Rechner und am Gaming-Rechner rumgebaut. Und neue Komponenten eingebaut und so weiter und so fort. Sehr, sehr viel. Wir mussten sehr, sehr viel testen. Es lief leider nicht alles so perfekt, wie man sich das vielleicht wünscht. Aber irgendwie ist es ja immer so beim PC-Schrauben, ne? Es läuft nie alles so perfekt, wie man sich das wünscht. Aber Fakt ist, es funktioniert alles. Und jetzt ist es noch Feinjustierung. Also es wird morgen wahrscheinlich im Stream schon merklich besser werden. Also diese ganze Hardware-Aufrüsterei ist hauptsächlich für den Streaming-Rechner gewesen, um noch mehr Qualität in den Livestream zu drücken. Natürlich auch ein bisschen mehr Qualität auf den Gaming-PC, alleine schon deshalb, weil ich jetzt den ehemaligen CPU also den CPU, den ich vorher Streaming-PC hatte, den habe ich jetzt im Gaming-Rechner drin. Ne? Und der CPU vom Streaming-Rechner war schon immer besser als der vom Gaming-Rechner, weil ein CPU, also ein Streaming-Rechner braucht immer mehr Leistung als ein Gaming-Rechner. Ne? Und deswegen wird es schon alleine deswegen wird es schon insane sein, wie jetzt das. Ich hoffe mal, ich bin gespannt, wie das Rendern nachher wird von dieser Folge. Weil das sollte um einiges schneller werden. Ich habe auch eine neue Internetleitung gekriegt. Also ich erzähle mal so ein bisschen hier, was so im Live von Tizi abgeht, ne? Mal so ein bisschen links und rechts, während wir hier gerade am Holzhacken sind. Ich habe nämlich eine neue Internetleitung gekriegt, weil ich habe vor Freitag, glaube ich, oder so. Freitag habe ich erfahren, dass man bei Vodafone Kabel Deutschland, wo ich ja einen Vertrag habe, schon seit Ewigkeiten, dass sie ihre Datenvolumensbeschränkungen abgeschafft haben. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil die hatten vorher eine Datenvolumensbeschränkung gehabt von einem, ist da oben noch? Aua. Von einem Terabyte. Und das wäre für mich persönlich mit dem, was ich aufnehme und zu YouTube hochlade und so, das wäre eine Katastrophe. Ne? Das hätte nicht funktioniert bei mir, weil ich komme da nicht rüber. Weil ich glaube, ich habe, wo ich mir das angeguckt habe, ob ich das jetzt machen will oder nicht, habe ich schon alleine in dem, also ich habe letzten Monat,
warte mal, ich muss mal wieder ein bisschen den Fuß fassen. Ich habe letzten Monat alleine 1,2 Terabyte an Datenvolumen bewegt. Ne? Alleine das, was ich hochlade und Spiele, die ich runterlade, Streaming etc. Also da wäre so eine Datenvolumensbeschränkung bei mir überhaupt gar nicht gegangen. Ja, aber dann habe ich gehört, alles klar, die haben diese Datenvolumensbeschränkung rausgenommen. Und dann dachte ich mir immer so, ja klar, cool, das gucke ich mir doch nochmal an. Hab denn gestern Abend quasi, ach, hallo, Wawa, hab denn gestern Abend quasi bei denen angerufen und ich weiß, ich muss das laut nicht rausschlagen. Ich weiß, das ist, dadurch mache ich mir mein Werkzeug kaputt und so, aber ich habe mir jetzt auch gerade versucht, da so ein bisschen den Weg reinzuschlagen. Läuft da ein Hund? Hallo, noch ein Hund. Noch ein Wawa. Auf jeden Fall, ja, habe ich gestern angerufen bei den Kollegen vom Vodafone und kurz mit denen geschnackt und er sagt so, ja, neue Leitung geht. Und doppelter Upload. Ne? Doppelter Upload und Download vervierfacht. Also von ehemals 100 Mbit? Nee, Kilobit? Warte mal. Nee, 40 Mbit, ne? 40 Mbit, glaube ich. Also von 400, nee, 400 Kbit? Kbit, genau. Von 400 Kbit auf, von 100 auf 400 und von, ich hatte vorher 12 Upload. Und jetzt habe ich 25. Das ist schon insane. Also das ist schon sehr, sehr krass. Ich bin mal gespannt, wie lange diese Folge braucht nachher, um zum Hochladen. Ich glaube, das Verarbeiten seitens YouTube wird deutlich länger dauern, als was mein Hochladen dauert. Gehe ich mal ganz stark davon aus. So, jetzt habe ich ja ein bisschen Holz gefällt. Ich kann auch noch ein bisschen mehr gebrauchen. Wahrscheinlich werde ich noch nicht mal dazu kommen, irgendwie großartig, ich muss ja das Abstimmungstool gleich einrichten. Ne, das muss ja gleich passieren. Und dann müssen wir mal gucken. Da muss ich die Folge noch vorbereiten. Ist auch echt spät heute. Also es ist jetzt 9:30 Uhr, wo ich die Folge aufnehme. Das ist sehr, 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 sehr spät. Ich werde diese Folge auch nicht allzu lange machen. Ne, weil, wie gesagt, je länger ich sie mache, umso länger braucht sie im Rendern. Auch wenn ich jetzt einen besseren CPU habe, der das rendern kann. Nichtsdestotrotz will ich jetzt nicht. Ich will lieber die Folge rechtzeitig rausbringen um Mitternacht, als dass ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt hier 18 Minuten statt 15 gemacht. Ne? Ist ja, ich denke, das versteht ihr, oder? Lieber eine Folge haben, also lieber pünktlich, als keine Ahnung. Ich habe schon wieder keine Dings. Wir müssen mal langsam die neue Stelle bauen. Und ich brauche auch ein bisschen mehr. Der Wolf steht die ganze Zeit rum. Ich brauche auch jetzt noch ein bisschen mehr. Wie heißt es? Ich habe gelesen, ich kann meinen Wolf auch mit Zombiefleisch füttern. Ist das Verarsche von euch oder ist es tatsächlich so? Da brauche ich auch eine Druckplatte. Ich kann meinen Hund mit Zombiefleisch füttern. Der wird auch nicht zum Zombiehund, ne? Also nicht, dass mein Hund jetzt zum Zombiehund wird. Ich hoffe nicht. Wenn das so ist, dann ich probiere das jetzt. Ich probiere es jetzt aus. Komm her. Hund, wo bist du? Wauwau? Also noch Wauwau? Wo bist du? Da bist du. Alles klar, hat ihn geschmeckt. Warum nicht? Also, ich hätte es nicht gegessen, aber gut, wenn er will, dann kann er es haben, ne? Ja, ich habe gehört, meine unendliche Quelle aus Lava wird nichts. Da mögt ihr recht haben. Und auch die Gefahr, dass ich meine Bude abfackel, die will ich auch nicht haben. Also deswegen werde ich ja wahrscheinlich nichts mit Lava bauen. Und es haben ja auch einige gesagt, hier, nee, Tizi mit Lava, das funktioniert nicht. Das wird so nicht klappen. Und deswegen werde ich da auch gar nicht großartig mit weitermachen. Aber ich nutze uneffizient die Kohle aus, ne? Also ich muss da wahrscheinlich ein bisschen. Ich glaube, 8 Zyklen waren das immer, ne, pro Kohle, was man sie eigentlich benutzen kann. Das heißt, warte mal, wenn ich jetzt eine Holzkohle drin habe, dann würden jetzt 8 Ofenkartoffeln dadurch entstehen, ne? So ist es, glaube ich, gedacht. Da wollen wir gleich mal gucken, wie das aussieht. Ich will noch ein bisschen ein paar Sachen hin und her räumen, mal gucken, was wir hier so alles haben. Wir haben jetzt ja Lava, Wasser, alles dabei. Guck mal, ich könnte, wie heißen diese Steine herstellen?
So. Ah, wir könnten noch mal ernten gehen, ne? Sehe ich gerade. Oh, da ist auch noch Holz. Jetzt habe ich auch ein bisschen Holz, habe ich jetzt mittlerweile ein bisschen. Also bisschen Holz habe ich jetzt. Das ist eigentlich ganz nice. Das ist ganz nice. Das passt. Das können wir mal so lassen. Hallo. Ich habe gar kein Eisenerz mehr, ne? Also 8 müssten jetzt rauskommen mindestens, ne? Ich habe gar kein Eisenerz mehr momentan. Das ist auch etwas, was ich mal. Ja, was ist denn los? Ist doch alles gut. Ich gehe mal eine Runde schlafen, ist eh gerade dunkel draußen. Ich brauche halt mal wieder Eisen, ne? Wir könnten mal gleich runtergucken im Chunk. Vielleicht ist da noch irgendwo eine Eisenader, aber ich glaube nicht. Vor allen Dingen habe ich auch kein. Ja, kaum noch gutes Werkzeug, ne? Lass mal gucken, was die Felder machen. Vielleicht sind die Felder schon wieder ready und können abgeerntet werden. Aber so wie das aussieht, ja, sie sind schon teilweise wieder gut, aber teilweise noch nicht. Nee, die können noch einen Tag. Die können auf jeden Fall noch einen Tag. Wie sieht das eigentlich hier draußen aus? Können wir da noch ein bisschen. Alter, chill. Können wir da draußen noch ein bisschen was anbauen? Ach so, ich würde ja eigentlich gerne mal. Genau, das Kürbisfeld wollten wir ja eigentlich machen, ne? Das Kürbisfeld soll ja irgendwann mal kommen. Wie sieht das in einem Chunk aus? Entschuldigung, dass ich so ein bisschen hin und her springe heute. Aber ich will mal gucken. Da ist Eisen. Da ist Eisen. Pass mal auf. Ich will mal ganz kurz runtergehen. Mal gucken, ob ein Schleim da ist. Ne, ist kein Schleim da. Naja, hätte ja sein können. Hallo? Leiter? Stimmt, da vorne ist Eisen. Das können wir mal rauspickern. Hier vorne liegt gleich was. Hoffentlich ohne nach unten zu fallen. Nee, alles klar ist. Ist in der ersten Schicht. Ja, cool. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Eisen. Da ist auch noch ein bisschen was an Eisen drin. Vielleicht ist da eine Ader drunter. Nee, leider nicht. Habe ich wahrscheinlich irgendwann schon mal rausgenommen. Hallo. Dann können wir das auf jeden Fall auch wieder gleich in den Ofen reinschmeißen. Und haben wieder ein paar Eisenbarren. Und mit den Eisenbarren dann später wieder besseres Werkzeug, was wir ja auch dringend benötigen. Ich wollte mal auf die andere Seite von der Ranch gucken, weil da ja. Da will ich auf jeden Fall die Felder weiterhin erweitern. Oder das alles bisschen. Da steht ein Skelett im Wasser. Da ist ein Skelett im Wasser. Genau. Hier müssten wir auch wieder alles hin erweitern. Und das Ding hier müssten wir eigentlich quasi komplett dicht machen, ne? Also, ich habe jetzt keine Erde dabei. Aber den Tümpel müssten wir eigentlich komplett zuschütten. Ist hier unten irgendwo Ton? Nee, ne? Ich hatte. Oh, da ist aber Eisen. Guck mal. Unter Wassereisen. Na, geht kaputt. Unterwassereisen, sehr schön. Ja, hier müssten wir. Das Ding muss ich hier auf jeden Fall mal zumachen. Ne? Das muss einmal komplett zugemacht werden und dann können wir hier hinten auch weiter die Felder ausbauen. Oder ich würde in diese Richtung erstmal gehen. Dass wir hier hinten ein bisschen hingehen, weiter. Dann würde ich aber die Höhle wieder zumachen, also hier einen Deckel draufsetzen, quasi aus Erde. Und dann die Felder hier hinten hinschieben. Ne? Dass wir dann die Felder ums Haus drumherum haben. Das ist vielleicht auch eine nette Idee, das könnte man sich mal überlegen. Die Frage ist halt, wie groß sind meine Felder eigentlich? Habe ich das mal durchgezählt, als ich es gemacht habe? Oder habe ich das frei Schnauze gemacht? So wie ich mich kenne, habe ich das bestimmt frei Schnauze gemacht. Ich bin mir doch nicht so sicher. Naja, wie dem auch sei. Das Highlight dieser Folge ist ja eh, dass wir den Namen für Wauwau festlegen. Ist da unten irgendwas los? Ist da unten Party oder so? Geht da die Party ab? Ist da Party hart? Ne, hier ist keine Party hart, alles klar. Highlight oder wichtig ist ja sowieso, dass wir jetzt den Namen für Wauwau festlegen. Und alles Weitere werden wir, glaube ich, morgen in der nächsten Folge sehen. Dann hoffe ich auch, dass ich wieder mehr Zeit habe zum Aufnehmen. Heute ist die Folge echt ein bisschen kürzer geworden, es tut mir leid. Aber es hängt damit zusammen, dass wir halt ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, technische Schwierigkeiten hatten, aber sehr, sehr viel ausprobiert haben, rumprobiert haben. Und wir sind jetzt zu einer guten Lösung gekommen, sagen wir es mal so. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich beim Umi, dass er mir dabei so geholfen hat. Danke dafür nochmal. Und ja, cool. Wirklich, wirklich cool. Es freut mich. Es freut mich. Ich freue mich drauf. Guti, wie gesagt, schön abstimmen für den Namen für Wauwau. Ich bedanke mich bei euch wieder mal fürs Reinschauen, für den ganzen Support. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr, falls ihr das jetzt vormittags seht, wieder bei mir im Livestream vorbeischaut. Ich werde wahrscheinlich auf Twitch wieder Landwirtschaftssimulator spielen, wie jeden Samstag und Sonntag Vormittag. Und
Ja, wenn ihr möchtet, sehen wir uns dann am Montag wieder zur nächsten Folge. Und da werde ich dann. Ihr könnt bis Dienstag abstimmen. Bis Montagabend könnt ihr abstimmen. Bis Montagabend könnt ihr abstimmen. In der Dienstagsfolge werde ich das Ergebnis bekannt geben von Wow. Okay, so machen wir das. Alles klar. Danke für alles und bis zum nächsten Mal. Bye bye.